Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die DIY-Box von Tretmann. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. DIY Do It Yourself von Tretmann. Es ist, wie wir sehen, schon eine ganz besondere Box, rein von der Erscheinungsform her. Das Ganze schon etwas länger draußen. Am 29. September 2017 ist das Ganze erschienen. Und warum ich die Box erst jetzt vorstelle, hat genau zwei Gründe. Zum einen, ich hatte das Album natürlich auf dem Schirm, allerdings nicht, dass es dazu eine Box gibt. Und nachdem Amazon oder die großen Versandhändler jetzt die Box nicht gelistet hatten, bin ich damals davon ausgegangen, okay, Tretmann, so leid es mir tut, macht keine Box oder nicht mal ein Bundle zum Album. Auch wenn ich sie euch gerne vorgestellt hätte. Hat mich echt gestört damals, bis ich dann leider ein paar Wochen später draufgekommen bin. Tretmann hat sehr wohl eine Box gemacht, eben diese Rolle, die aber nur über den eigenen Shop vertrieben und daher hatte ich die nicht wirklich so wahrgenommen. Und das nächste ist, dann habe ich diese Rolle, diese spezielle Box bestellt über den Kitschkrieg Shop, also über die Seite von Tretmann selbst. Und wollte die auch schon vor ein paar Wochen dann unboxen, bin dann aber beim Öffnen der Box oder der Rolle draufgekommen, dass der wichtigste Inhalt, nämlich die USB-Stick-Karte mit der Musik drauf, fehlt. Ja, dann habe ich Kontakt mit dem Support aufgenommen und die waren auch gleich super kooperativ, haben direkt am selben Tag noch geantwortet. Ich habe versprochen bekommen, dass ich die Karte zugeschickt bekomme und habe auch in der Zwischenzeit einen Link bekommen, wo ich digital die ganze Musik schon runterladen konnte, um quasi die Zeit, bis der USB-Stick bei mir ist, zu überbrücken. Echt, echt Top-Support, muss ich ganz ehrlich sagen. Kitschkrieg, in dem Fall Nickel hieß der gute Mann. Grüße an dich. Vielen Dank nochmal. Und dann würde ich sagen, wir kommen auch mal zum Inhalt. Tretmann DIY, also Do It Yourself. Das Ganze so eine schwarze, längliche Filmrolle. Und wir haben hier auf der Rückseite Klebereste, wo ich das Ganze abgelöst habe, denn hier waren die Infos von der Post. Also hier war noch so ein kleiner Karton angehängt, der eben meine Adressdaten, die ganzen Empfängerdaten beinhaltet hat. Dann haben wir an den Enden zwei so weiße Verschlusskappen, sowohl auf dieser als auch auf dieser Seite, die wir natürlich dann öffnen können. Und dann kommt auch schon der Inhalt. Also wir haben hier die benannte oder die besprochene Karte. Sticker kommen uns schon entgegen. Noch mehr Sticker. Dann haben wir hier einen Zettel. Ja klar, das ist die Rechnung. Gebe ich mal beiseite. Das Poster. Und dann haben wir auch noch ein T-Shirt. Ja, jetzt ist die Rolle leer. Wenn ich ob man das sehen kann, die ist jetzt vollkommen leer. Machen wir mal wieder zu. Und bevor wir anfangen, noch ganz kurz ein paar Worte zu dieser Rolle. Denn Tretmann hatte meines Wissens vor, ursprünglich das Ganze regulär zu verkaufen, sprich über Amazon und die großen Händler. Das Problem ist, dadurch, dass man hier so ein Poster reingepackt hat, wollte Tretmann nicht so eine kleine Box machen wie die anderen Rapper, wo die dann immer die Faltlinien und die Knicklinien drin haben, sondern er hat eben gedacht, man müsste das per Filmrolle verschicken. So wie auch die großen Filmplakate, damit das in der Qualität nicht leidet. Problem daran ist, Amazon hat sich dann gesträubt und hat gemeint, mit dieser Rolle ist das irgendwie mühsam zu versenden und machen wir nicht. Und dann hat sich Tretmann gedacht, naja, wenn Amazon nicht will, auf gut Deutsch, scheiß mal darauf, wir machen das Ganze einfach selber. Das heißt, Tretmann hat das Ganze über den eigenen Shop, über den Kitschkrieg-Shop aufgezogen und hat dadurch auch in Kauf genommen, dass die ganzen Boxen, diese Rollen, nicht für die Charts berücksichtigt wurden, da er das eben in Eigenregie so vertickt hat. Und die DIY, die Do-It-Yourself-Box, ist in meinen Augen echt eine Premiere, was das betrifft. Denn wir haben hier ein T-Shirt dabei, das zeige ich euch noch gleich im Detail. Und von diesem T-Shirt konnte man zwei Motive wählen. Erstens das, also das Design konnte man selber bestimmen bei der Box, die konnte man sich selber zusammenstellen. Also wirklich Do-It-Yourself-Box im wahrsten Sinne des Wortes. Und man konnte auch die Größe komplett frei wählen. Und dasselbe auch bei den Posters. Also wir hatten drei Poster-Designs zur Auswahl.
Und nicht nur, dass wir eins davon wählen konnten, nein, wir konnten dann auch noch eine persönliche Widmung dazu schreiben, die Trettmann dann wirklich handsigniert quasi auf das Poster draufgepackt hat, damit wirklich jeder Einzelne ein Unikat erhält, eine eigene, selbstgestaltete Do-it-yourself-Box. Gut, also, wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, dann haben wir hier Sticker, in dem Fall 3 Stück an der Zahl, und dann haben wir hier eine Karte, so eine USB-Stick-Karte. So sieht die aus. 8 GB Volumen hat das Ganze. Also wir sehen hier auf der einen Seite Trettmann und auf der anderen Seite, hoppala, jetzt fällt es mir schon aus der Hand. Und auf der anderen Seite haben wir die Tracklist zum Album DIY. Also das Album hat 10 Tracks. Allerdings hat das Album DIY, also das ist nicht das einzige auf diesem Stick. Wir haben hier Features von Jesus, Bones MC und Raf Camora, Joey Bargeld und Haiti und Materia, also hochwertige Features. Und meine Favoriten sind einmal der Track Nummer 2 mit Jesus, Knöcheltief, und dann der Track Nummer 10, der Solo-Track Geh ran. Das sind meine Favoriten gewesen. Damit aber nicht genug. Auf diesem USB-Stick, wie gesagt, 8 GB Kapazität, hat Trettmann mehr oder weniger seine gesamte Diskografie draufgepackt. Also wir haben das Album darauf DIY, dann die Reggae Showcase EP, Palmen aus Plastik, die Bonus EP, Kitschkrieg 1, 2 und 3 und die Herb und Mango EP mit Megalo. Das sind insgesamt 42 Tracks, also jede Menge Mucke auf dieser Karte, auf diesem USB-Stick drauf. Und das Schöne daran war, nachdem mir die Karte dann im Nachhinein zugeschickt wurde, hat man sich nicht damit zufrieden gegeben, mir nur die Karte zu schicken. Nein, man hat mir auch nochmal ein Sticker-Paket quasi als kleine Entschädigung reingemacht. Und zwar habe ich hier bekommen, ich lege das mal ganz kurz hier auf, 3-mal so rot-weiße Trettmann-Sticker, erinnern vom Design her etwas an Supreme. Dann 2 Soul4-Sticker, quadratisch, rechteckig 2-mal Kitschkrieg und dann nochmal quadratisch 2-mal Kitschkrieg. Also 4, 6, 9 Sticker gab es nochmal oben drauf, weil eben die Karte bei mir ursprünglich gefehlt hat. Fand ich eine schöne Geste. Also wie gesagt, der Support von Kitschkrieg echt sehr, sehr korrekt gewesen, sehr, sehr entgegenkommend. Wir haben den 8 GB Stick, wir haben diese 3 Sticker, einmal Trettmann, einmal Soulforce Records und dann nochmals Trettmann in Rot und Weiß, eben diese Supreme Optik. Dann haben wir ein Poster und was ich euch schon am Anfang des Videos gesagt habe, wir konnten das Poster wirklich individuell gestalten. Sprich, jeder konnte das Poster nach seinen Wünschen beschriften lassen. Ich habe mich für dieses Design hier entschieden. Also, oh, hier haben wir noch 2 Sticker. Habe ich jetzt fast übersehen. Also, einmal Kitschkrieg in quadratisch und dann nochmal Trettmann Kitschkrieg in dieser Feuerschrift. Erinnert an dieses Thrasher-Logo, an diesen Schriftzug. 5 Stück insgesamt. Und so habe ich mich für dieses Motiv entschieden. Hier Trettmann vor dieser Wand mit weißer Cap und Adidas-Jacke. Und zwar heißt meine Widmung wie folgt. Bei mir steht: Lieber Jonas, bleib dir immer treu auf deinem weiteren Weg. Dein Tretti. Also, man konnte natürlich jetzt nicht einen riesen Roman schreiben. Es war auf, ich glaube, 100 Zeichen oder so beschränkt. Ich habe mich in dem Fall für diesen Satz entschieden, weil ich mir einfach gedacht habe, der gibt mir persönlich was oder der ist wertvoll für mich. Deswegen steht bei mir eben meine Anrede, mein Name, lieber Jonas, und dann bleib dir immer treu auf deinem weiteren Weg. Konnte natürlich jeder selbst beschriften, werde ich mir auch schön dann irgendwo noch einrahmen und aufhängen. Rückseite ist blank weiß, das Ganze im Querformat. Und dann haben wir auch noch ein T-Shirt und dieses eben auch von mir selber gewählt, von der Größe und vom Design her. Designtechnisch habe ich mich für dasselbe entschieden, was wir auch schon auf dem Poster haben, diese Abbildung. Das T-Shirt in weiß. Neckprint haben wir keinen. Und bei dem T-Shirt handelt es sich um ein Russell-Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe habe ich selbst ausgewählt. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Hier oben. 100% Baumwolle und Made in Marokko. Grüße gehen raus. Und wir schauen uns noch einmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus.
Also, das T-Shirt in weiß gehalten und dann hier im Brustbereich dieser Aufdruck Trettmann hier im Profil vor dieser Wand mit diesem Schatten, mit diesem Lichtspiel. Wie gesagt, zwei T-Shirts konnte man sich vom Design aussuchen. Ich habe mich für dieses entschieden und auch wenn es vom Design eher schlicht ist, aber gefällt mir durchaus und werde ich auf jeden Fall anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der DIY-Box von Trettmann befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, wie gesagt, Größe war frei auszuwählen. Dann das Poster war auch frei auszuwählen und persönlich zu signieren, zu widmen. Meines eben in demselben Design wie auch das T-Shirt mit der persönlichen Widmung. Dann haben wir 5 Sticker an der Zahl. Kitschkrieg, Soulforce und Trettmann Sticker. Und diese 8 GB USB-Stick-Karte mit den ganzen verschiedenen EPs und Alben von Trettmann, insgesamt 42 Tracks. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box, Do-It-Yourself DIY von Trettmann. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Trettmann unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.